Wir müssen uns heute über das Phänomen Cupra unterhalten. Diese Marke gibt es ja noch nicht lange. Als eigenständige Marke seit 2018, vorher war es eine Ausstattungslinie, eine sportliche Ausstattungslinie von Seat. Was aber in diesen paar Jahren passiert ist, das ist wirklich beeindruckend. Da reden wir nicht nur über die Verdopplung der Verkaufszahlen von 2020 auf 2021, da reden wir auch über dramatisch nach oben gegangene Imagewerte. Wir können das ja mal einblenden. Wir haben ja jedes Jahr bei Auto, Motor und Sport unsere Best-Cars-Wahl. Da nehmen über 100.000 Menschen teil. Und die entscheiden darüber, wie das Image der Marken aussieht. Und da gibt es eine interessante Frage, und das ist, ob eine Marke im Trend liegt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und dann sehen wir, dass Cupra da ganz weit nach vorne gerutscht ist. Mit 17 Prozentpunkten mehr als im Vorjahr. Und das allein ist schon eine gewaltige Zahl. Ich habe unsere Jungs in Stuttgart gefragt, ob das öfter passiert, so eine gewaltige Steigerung von einem aufs andere Jahr. Und sie sagen, nee, ist für sie auch neu. Und damit liegt Cupra inzwischen auf Augenhöhe mit Audi, nicht weit entfernt von Tesla, sogar ein Stück vor VW. Ja, es wird Wolfsburg jetzt ein bisschen wehtun. Und auch deutlich entfernt von dem Image, das Seat bisher hatte. Obwohl da, das muss man ganz klar sagen, natürlich eine Menge Seat-Technik drinsteckt. Und wir müssen uns jetzt mal anschauen, wie dieses Phänomen Cupra denn entsteht. Wie kommt es zu diesem guten Image? Was sind die Punkte? Und die schauen wir uns genau heute an. Und ich werde zu dem Thema heute nicht nur theoretisieren und Charts zeigen, auch wenn ich das gerne mache, sondern ich darf drei Autos fahren. Cupra Formentor mit dem grandiosen Fünfzylinder, Cupra Urban Rebel und den Cupra Born. Und was soll ich euch sagen? Das wird gut. Einzigartigkeit. Unsere Marktforscher nennen das übrigens schön denglisch Uniqueness. Und was ist jetzt unter Einzigartigkeit zu verstehen? Na, erstmal keine Schönheitsempfindung, sondern einfach nur die Frage, ist das, was ich sehe, besonders auffallend, einzigartig, hebt es sich von der Masse ab? Und gerade für eine neue Marke ist es unglaublich wichtig, in der Masse aufzufallen. Und wenn wir mal ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen, dann gibt es natürlich grandiose Autos, die durch Einzigartigkeit aufgefallen sind. Die Göttin. Citroën DS. Das ist quasi das Synonym für Einzigartigkeit, für ein Auto, das jedem auffällt, wo man den Kopf danach umdreht. Und bei der DS kann man es auch ruhig noch dazu sagen, die Göttin ist auch wirklich schön. Und wie sieht das jetzt bei Cupra aus? Denn Seat ist bisher nicht unbedingt durch Einzigartigkeit aufgefallen. Waren jetzt nicht unbedingt Autos, die aus der Masse brutal herausgetreten sind. Und das können wir auch in dem folgenden Chart mal sehen. Bei der Best-Cars-Wahl sind wieder die ganzen Teilnehmenden befragt worden, wie sie denn die Marken und in diesem ganz speziellen Fall Modelle in der Kompaktklasse sehen, ob die einzigartig sind oder eben nicht. Und der Schnitt der Autos erreicht 24%. Das heißt, 24% der Teilnehmer sagen im Schnitt, dass diese Autos eben sich aus der Masse herausheben. Und wenn wir uns den Seat Leon anschauen, dann liegt dessen Wert aber nur bei 14%, das heißt unter dem Schnitt. Sprich, er fällt sogar weniger auf als der Durchschnitt der Masse. Schauen wir uns den Cupra Leon dagegen an, dann liegt der schon deutlich über dem Schnitt, 31%. Nur der Zusatz Cupra plus die sportlichen Änderungen an der Optik heben ihn also schon aus der Masse heraus. Und wie ist das jetzt mit dem Born? Der erreicht 51% und damit bei dieser Umfrage den Spitzenwert in der Kompaktklasse. Sogar noch vor DS4. Und das ist auch schon ein Auto, was polarisiert, aber vor allem einzigartig vom Design her ist. Das heißt, Cupra hat es geschafft, seine Autos einzigartig zu gestalten. Sie heben sich aus der Masse heraus. Ein wichtiger Punkt. Das ist übrigens nicht irgendein Born. Das ist ein Cupra Born mit dem E-Boost. Der ist in Deutschland bis jetzt noch nicht angekommen. Aber hier in Spanien kann ich ihn schon mal fahren. Ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten, wobei die einfachste ist Kickdown und ab geht's. Deswegen nehmen wir da unten erstmal die Kurve, fühlen uns wohl, was übrigens für einen Elektrowagen gar nicht so schlecht ist. Und dann machen wir mal Kickdown hier und dann geht schon ein bisschen was. Wobei, das ist jetzt gerade noch unfair, weil wir den Berg hochfahren. So. Und wenn wir das so machen, wenn wir auch so die Reifen ein bisschen sich quälen hören, können wir mal drüber reden, was ist denn jetzt anders an einem Born im Vergleich zu einem ID.3. Ich meine, grundsätzlich werden sie ja im gleichen Werk gebaut. Und was soll man großartig machen? Das ist die gleiche Plattform. Ach, man kann schon ein paar Sachen machen. Also, wir gucken uns mal die Reifen an. Da kannst du ein bisschen was machen. Hier ist eine schöne 215er Besockung drauf. Die hat ordentlich Grip. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann kann man sich dem Fahrwerk widmen.
Das Auto vorne und hinten ein bisschen tiefer legen und genau das haben die Jungs von Cupra auch gemacht. Und dann kann man hier in den Cupra-Modus hineingehen. Performance, nee, das ist noch nicht, hier ist es. Drive Profile Cupra. Und jetzt ist das DCC noch mal mehr angeschärft, als man das zum Beispiel vom ID3 kennt. Das geht ein bisschen auf den Komfort, man kopiert dann auch ein bisschen. Das macht aber nichts, denn er stemmt sich dann einfach noch mal ein bisschen mehr gegen Kurvenbanken. Und man sieht das ja auch. Das ist wirklich erstaunlich, was der hier auf diesem Racetrack abzieht. Eins ist klar, das ist ja kein Rennwagen. Das ist ein sportlicher Kompaktwagen, zumindest im Elektrosegment. Und jetzt gehen wir mal Kickdown. Oh. Und dann geht hier schon ordentlich Schub. Vor allem schon ein bisschen mehr, als man das vom normalen ID3 gewohnt ist. Wir können ja auch ruhig nochmal die Zahlen raushauen. Der normale ID3 oder Cupra Born hat 150 kW, in alter Währung 204 PS. Und mit dem E-Boost werden nochmal 20 kW zusätzlich freigeschaltet. Das sind knapp 27 PS. Das heißt, 231 PS werden da auf die Hinterräder draufgeschmissen. So, und jetzt sind wir aber noch nicht fertig bei den Modifikationen hier. Ist irgendwas an den Stabilisatoren gemacht worden? Wird ja oft gerne gemacht, um auch Unter- und Übersteuer noch ein bisschen zu kontrollieren. Nö, da ist man nicht dran gegangen. Oh, hat man jetzt gesehen. Hat er ordentlich hinten noch ein bisschen Lastwechsel gemacht. Apropos, das machen wir jetzt gerade mal. So, wir schmeißen ESC mal hier in den Sportmodus. Dann lässt er noch ein bisschen mehr zu. Was ist noch gemacht worden? Wir gucken uns mal die Bremsen an. Das ist auch ganz interessant. Speziell die Vorderradbremse. Das ist nämlich nicht die Bremse, die man aus dem ID3 kennt, sondern das ist die Bremse aus dem ID4. Die ist also nochmal deutlich massiver ausgelegt worden, wie insgesamt auch die Bremsbalance. Aber hier, wie er hinten eindreht, da ist das schön. Ja, das ist geil. Das lässt der ID3 so nicht zu. Übrigens, während ich hier moderiere, ist die dritte Runde mit dem Auto hier auf dem Racetrack. Und er macht das sehr, sehr ordentlich, ohne großartig schlapp zu machen. Und das Ganze, obwohl er Trommelbremsen hat und obwohl er kein leichtes Auto ist, bin ich echt ein bisschen angetan. Design. Und da muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sein. Es gibt kaum einen kaufentscheidenden Bereich beim Auto, wo so viel geflunkert wird wie beim Design. Denn wenn die Leute erklären, wieso sie sich ein neues Auto kaufen, dann kommen oftmals pragmatische Argumente. Da hinten kann mein Hund besser einsteigen, da kann ich meine 5 Kiddies besser unterbringen, ich mag, dass es so wenig verbraucht, ich finde die Anordnung der Cupholder besonders gelungen. Fakt ist, die meisten kaufen sehr optisch. Die gucken sich das Auto an und sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Das ist immer noch der kaufentscheidende Punkt schlechthin. Und da kann auch schon mal ein Auto, das einfach schöner ist als das andere, obwohl es praktisch nicht so gut ist, nach oben gespült werden beim Verkauf. Und da hat es der Cupra Born nicht so einfach. Wieso? So ein ganz hübsches Auto. Moment, da kommen wir gleich dazu. Der steht auf dem modularen Elektrobaukasten von VW. MEB. Genauso wie der VW ID3. VW ID3 ist schon eine Zeit lang eingeführt. Und die Autos teilen sich, man kann schon sagen, zu 95% die Technik. Da ist kein großer Unterschied. Antriebsstrang, Akku, Bedienung, alles drum und dran, tut sich nicht viel. Also wie soll sich da ein Born nochmal absetzen? Was soll er machen? Und dann gucken wir uns den mal an und stellen fest, da ist optisch einiges passiert. Und auf den ersten Blick sieht er eben nicht so aus wie sein Plattformbruder ID3. Und dafür gucken wir uns jetzt mal einen Chart an. Da da eine Menge Zahlen sind, habe ich mir hier noch einen Spickzettel geholt. Und das ist sehr entscheidend. Denn, ich habe es schon erwähnt, ID3, Cupra Born, 95% quasi identisch. Und trotzdem unterscheiden sich die beiden Autos in der Wahrnehmung, vor allem was Design anbetrifft, der Teilnehmenden bei der Best-Cars-Wahl dramatisch. Wir gucken erstmal bei dem Kriterium, passt gut zur Marke. Das ist beim ID3 schon ganz gut ausgeprägt. Ja, also das Auto, so wie es aussieht, passt gut zur Marke, sagen über die Hälfte der Teilnehmenden. Beim Cupra Born sind es schon über 70%. Und dann gucken wir uns den Punkt an, hebt sich von der Masse ab. Und da liegt der ID3 relativ weit unten. Nur jeder Vierte sagt, dass sich dieses Auto von der Masse abhebt. Wobei ich sage, das ist ein bisschen hart, weil wenn man ihn sieht, er hebt sich schon ein bisschen von der Masse der üblichen Autos ab. Beim Cupra Born dagegen sind es über die Hälfte der Teilnehmenden, die sagen, dieses Auto hebt sich von der Masse ab. Wie gesagt, fast gleiche Plattform. Und dann gucken wir uns den ganz wichtigen und entscheidenden Punkt an, nämlich tolles Design.
Und beim tollen Design schafft es der ID.3 gerade mal so etwas über die 10%. Das heißt, rund jeder Neunte sagt zu dem Auto, der hat ein tolles Design. Ja, der Rest sagt, nö, nicht so. Und wie ist es hier beim Cupra Born? Das sind 50%. Die Hälfte aller Teilnehmenden sagt, ja, dieses Auto hat ein tolles Design. Und das ist für uns Grund genug, auch da den Unterschied zum ID.3 ein bisschen zu betrachten. Denn, was kann man denn da machen? Was kann man denn überhaupt auf der gleichen Plattform machen? Eine Menge. Wir gucken uns mal die Front an. Wir schauen uns mal die, ja, ich muss es leider so sagen, die Klubschaugen des ID.3 an. Ja, die sind hier so ein bisschen spiegeleiförmig angeordnet. Und hier dagegen habe ich ziemlich dynamische Leuchten, die mit denen des ID.3 erstmal wenig zu tun haben. Ich finde die auch schöner. Dann gibt es so kleine Details, wie hier der Cupra-Schriftzug. Hier vorne drin. Ich brauche ja bei solchen Autos keinen großen klassischen Kühlergrill. Ich kann da ein bisschen mit spielen. Dann hat man hier nochmal Cupra reingeschrieben. Finde ich optisch wirklich gelungen. Mir gefällt auch das Zeichen hier. Mir gefällt auch dieser Kupferton. Und der ist übrigens auch ganz interessant, weil der, ob jetzt Zufall oder nicht, etwas mit dem Namen Cupra auch zu tun hat. Denn Kupfer heißt auf Lateinisch Cuprum. Und genau diese Farbe, Lateinisch Cuprum, Kupfer, wurde hier auch verwendet. Und wenn wir schon bei der Farbe sind, dann können wir auch diese Farbe hier nochmal erwähnen. Die finde ich granatenmäßig gut. Aurora Blue heißt die. Habe ich so bei kaum einem anderen Auto schon gesehen und die fällt eindeutig auf. Genauso wie auch die abgesetzten Kupferakzente hier vorne nochmal. Also die Designer, das kann man ganz klar sagen, bei Cupra haben einen großartigen Job gemacht. Sie haben aus der MEB, aus dem MEB-Baukasten, haben sie nochmal mehr rausgeholt. Obwohl man erstmal denken würde, was können sie denn machen? Ich meine, Technik und fast alles ist gleich. Wie kann man dann noch akzentuierter werden? Hier hat man es geschafft. Auch das Heck ist gelungen, unterscheidet aber sich nicht so stark vom ID.3 wie jetzt die Front. Und deswegen, ganz klar, Design ist eine große Stärke von Cupra. Eine Sache muss ich noch erwähnen, weil diese wunderbar zeigt, wie stumpf oberflächlich wir Autofans zum Teil ticken. ID.3 und der Born sind technisch extrem ähnlich. Aber wenn man sich anschaut, wie die Teilnehmer der Best Cars-Wahl darüber geurteilt haben, ob diese Autos Fahrspaß vermitteln oder nicht, dann könnte der Unterschied kaum größer sein. Beim ID.3 sagen nur rund 10%, dass der Fahrspaß verspricht. Beim Born sagen es über 50%. Und das ist ganz stumpf, vor allem erstmal vom Design abhängig. Ich mag die Marke. Das ist jetzt ein ziemlich abstraktes Kriterium. Woran kann man das denn jetzt messen? Ja, das ist doch wirklich Geschmackssache und jeder hat da so seine eigenen Präferenzen. Doch, da gibt es klare Punkte, wonach das entschieden wird. Unsere Jungs von der Automotor- und Sportmarktforschung schauen sich das genau an. Die fragen auch, was für die Leute entscheidend ist, wieso sie eine Marke mögen oder nicht. Und da gibt es drei Punkte, die sehr wichtig sind. Nummer eins, über 2/3 der Leute, die befragt worden sind, sagen das, dass sie einzelne Modelle der Marke vom Design her schön finden. Ja, reicht ein Modell hier, Born oder hier der Fünfzylinder vom Mentor, gefällt Ihnen und schon mögen Sie die Marke prinzipiell. Nummer zwei, die Fahrer und Fahrerinnen der Marke. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Für mich sogar der noch entscheidendere Punkt, wer fährt denn solche Autos? Und damit entscheidet man schon nach Sympathie oder nicht. Ich meine, das kennen wir doch alle. Wir gucken uns schon an, wer sitzt denn da in dem Auto drin, finden wir den sympathisch oder nicht. Und das ist ein hoher Wert, der eben dafür ausschlaggebend ist, ob man eine Marke mag oder nicht. Und der dritte Punkt ist insgesamt das Markendesign. Also wenn man grundsätzlich das gut findet, was die Marke macht, an Design, an Autos, dann mag man auch die Marke. Und was ist jetzt mit so Punkten wie Motorsport, Markenhistorie? Die sind auch nicht unwichtig, aber das ist erst der fünftwichtigste Punkt. Nur etwas mehr als 40% derjenigen, die Automotor und Sport befragt haben, sagen, ja, das ist für sie ein wichtiger Punkt, ob jetzt eine Marke sympathisch ist oder nicht. Und das ist wiederum ganz gut für Cupra, denn die sind ja ziemlich neu auf dem Markt. Wie man am Beispiel Tesla sieht, braucht man nur einige Jahre und man wird zu einer sehr sympathischen Marke. Wobei, Vorsicht, da gibt es ja noch einen Unterschied zwischen drei Gruppen, speziell bei der Best Cars Wahl. Da gibt es alle Aktionsteilnehmer, dann gibt es die Aktionsteilnehmer, für die die Marke Cupra in Frage käme und dann gibt es die, die schon einen Cupra fahren. Und wieso unterscheide ich da jetzt so gewaltig? Weil gerade das Beispiel Tesla zeigt, dass dann die Eindrücke völlig auseinanderdriften. Während die Fahrer der Marke ziemlich überzeugt sind und die Marke mögen, kann es bei allen Aktionsteilnehmern sein, dass sie da ein bisschen Probleme damit haben. Und Cupra ist da auf einem ähnlichen Weg. Schauen wir uns nur die Cupra-Fahrer an,
dann mögen die ihre Marke. Dann sind die definitiv in der Top 10 der beliebtesten Marken angekommen. Zusammen mit Porsche, BMW, Alfa Romeo und Co. sind die in der Top 10 drin und besonders beliebt. Übrigens, das ist ein kleiner Seitenhieb nach Ingolstadt, sogar knapp vor den Kollegen von Audi. Gucken wir aber auf die ganzen Aktionsteilnehmer oder auf die Leute, für die die Marke in Frage käme, dann ist Cupra noch nicht in der Top 10 angekommen. Das ist also noch keine Marke, die Sie auswählen, weil Sie explizit die Marke mögen. Da muss sich noch was bilden und das wird jetzt entscheidend und spannend. Wie man da in den nächsten Jahren auftritt mit seinen Modellen und auch mit den Fahrern und Fahrerinnen. Wenn die sympathisch bleiben, dann klappt es auch mit Ich mag die Marke. Preis-Leistungs-Verhältnis. Und da kommt Cupra quasi aus der guten Tradition von Seat heraus. Die sind für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt. Auf der gleichen Plattform wie VW, Audi und Co. bauen die Autos, die vor allem ausstattungsbereinigt günstiger sind. Und wie sieht das jetzt bei Cupra aus? Dann nehmen wir jetzt mal exemplarisch hier den 5-Zylinder Formentor. Der kostet in der Basis rund 62.000 Euro. Das ist jetzt nicht günstig, definitiv nicht. Aber im Vergleich zu Audi schon. Eine Audi RS Q3 kostet mit dem gleichen Motor, ja gut, 10 PS Unterschied, aber die schenken wir uns mal, rund 6.000 Euro mehr. Und da muss man schon ganz klar sagen, dass Cupra das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Wenn wir uns aber zum Beispiel den Born anschauen, da dreht sich die Sache schon mal etwas. Der Born kostet mit dem gleichen großen Akku, wir nehmen jetzt mal den 77 Kilowattstunden Akku, mehr als der vergleichbare ID.3 Pro S, hat aber auch 21 PS mehr und auch mehr Ausstattung. Aber trotzdem merkt man schon, dass Cupra nicht unbedingt in die Richtung schielt, wie Seat nochmal beim Preis-Leistungs-Verhältnis draufzulegen, sondern sie wollen schon in einer höheren Klasse auch beim Image ankommen. Und da muss ein, ich sag mal, schlechteres Preis-Leistungs-Verhältnis ja nicht unbedingt wehtun. Wir gucken uns mal die Umfragen an, das ist auch ganz interessant. Vor allem die Unterschiede zwischen den Fahrern der Marke Cupra, da gibt es ja inzwischen schon einige, dann Leute, für die die Marke in Betracht käme und dann allen Teilnehmern der Best Cars-Wahl. Und da fällt Folgendes auf. Bei allen Teilnehmern und bei denen, für die die Marke in Frage käme, also die noch keinen Cupra fahren, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis immer noch am Wachsen. Die geben quasi jedes Jahr Cupra mehr Punkte, Prozentpunkte für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei den Fahrern der Marke spürt man aber schon einen Rückgang. Minus 4 Prozentpunkte. Das heißt, die spüren schon, dass Cupra sich anders positionieren will, höher positionieren will. Aber ich kann es nur noch mal sagen, Audi, BMW, Mercedes, Porsche sind nicht für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt. Tut das ihren Verkäufen irgendwie einen Abbruch? Nein. 5-Zylinder! Unterm Hintern wollte ich sagen, wobei es ist ja eher vor einem. Das tut gut. Und ich bin ja hier auf einer kleinen Rennstrecke, übrigens eine großartige Rennstrecke, in der Nähe von Barcelona. Castelloli heißt die Rennstrecke, macht sehr viel Spaß. Und während ich hier so entlangpfeile, können wir mal ein bisschen drüber reden, welche Rennsport-Erfolge und wie das Rennsport-Engagement von Cupra denn so aussieht. Zum einen haben sie Audi ein bisschen geärgert. Sie haben ihnen nämlich die ganzen Pacecar-Einsätze in der DTM abgeluchst. Das haben sie clever eingetütet und die Jungs von Audi damit ein bisschen überrascht und auch geärgert. Und deswegen sieht man Cupra dort. Zum anderen gibt es jetzt eine Rennserie, ETCR heißt die. Und in der vorhergehenden Saison haben sie dort die ersten Plätze belegt. Und auch dieses Jahr sieht es wieder gut aus. Da hat der Matthias Ekström gleich das erste Rennen gewonnen. Also, das ist übrigens, ETCR steht wirklich für Elektro. Darf man nicht unterschlagen. Also da machen sie schon einiges, um die Marke aufzuladen. Und bei mir wird die Marke gerade dadurch aufgeladen, dass dieser 5-Zylinder hier verdammt gut funktioniert. Also das ist wirklich großartig. Natürlich gibt es immer so Vorurteile gegen so in Anführungsstrichen SUV auf der Rennstrecke und schwer und behäbig und drum und dran. Aber wenn man den hier fährt, muss man schon sagen, das funktioniert echt gut. Hat zwar nicht ganz so viel Leistung wie ein RS Q3, 10 PS weniger, aber dafür ist er leichter. Und das spürst du hier, definitiv. Er wiegt also immer noch unter 1,7 Tonnen. Ja, das ist viel, aber in den Dimensionen macht das schon viel aus, wenn da mal 100 Kilo weniger drin sind. Und dann kannst du ihn wunderbar hier fahren. Das ist wirklich sehr, sehr schön.
hier gerade im Cupra-Mode, kannst schön mit dem Gas lenken. Das mag ich halt wirklich sehr, wenn du einfach hier einlenkst. So, jetzt hast du hier einen Lastwechsel. So, jetzt wartest du ein bisschen, dann gehst du voll auf den Pinsel und dann schiebt er auch wieder an mit eben 390 PS oder maximal 480 Newtonmeter. Und das ist richtig gut. Das ist wirklich sehr, sehr spaßig hier. Bang und rein und wohlfühlen. Und dann müssen wir ein ganz klein bisschen noch über den Fünfzylinder hier reden. Dafür fahren wir jetzt mal hier so ein bisschen entspannter. Denn habe ich an dem Fünfzylinder was zu kritisieren? Na, erstmal gar nicht. Ich finde es erstmal großartig, dass es Cupra geschafft hat, hier den Fünfzylinder reinzubekommen. Weil ich bin von einem Fan vor einigen Jahren gefragt worden, ob da an dem Gerücht was dran sei, dass vielleicht Cupra für den Formentor den Fünfzylinder bekommt. Da habe ich gesagt, aber Audi gibt den nicht her. Nee. Und sie haben ihn hergegeben. Jetzt gibt es verschiedene Varianten. Es gibt eine Variante, die sagt, dass einfach ein Seat Oberer einen Fünfzylinder aus Ingolstadt mitgenommen hat, in den Flieger gepackt hat, nach Martorell hier ins Entwicklungszentrum gebracht hat und gesagt hat, hier in den Fünfzylinder bauen wir ein. Aber die wahrscheinlichere Geschichte ist, dass der Cupra-Chef Wayne da mit seinen Audi-Kontakten was geregelt hat. Der war ja ewig bei Audi, der war ja über 20 Jahre bei Audi. Und dann hat er eben mit den Ingolstädtern gesprochen, hat gesagt, hey, das ist ein großartiger, emotionaler Motor. Der würde doch für eine Marke wie Cupra super passen, können wir da nicht was machen? Und dann wurde das durch alle Gremien hindurch geprüft und abgesegnet. Und so ist der Fünfzylinder im Formentor gelandet. Aber auch nicht grundsätzlich, denn das ist der kleine Wermutstropfen. Er ist auf 7000 Stück in diesem Auto limitiert. Aber gibt es da nicht auch ein paar negative Punkte? Jetzt haben wir über so viele positive Punkte gesprochen. Gibt es da nicht auch was Negatives? Also grundsätzlich müssen wir ja über viele positive Punkte sprechen. Sonst stünden wir ja nicht hier und würden ein Video darüber machen, wieso Cupra gerade so einen Erfolg hat. Aber klar gibt es auch ein paar negative Punkte. Gerade wenn wir uns die Ergebnisse bei der Auswertung der Best-Cars-Wahl anschauen, fallen vor allem zwei Dinge auf. Zum einen Qualitätsanmutung und zum anderen Zuverlässigkeit. Fangen wir mit der Qualitätsanmutung an. Da hat ja Seat eine gewisse Historie. Ich sag mal so, eine durchschnittliche Historie, weil der Anspruch von Seat war nicht, die konzerninternen Konkurrenten von VW oder Audi bei der Qualitätsanmutung zu schlagen. Man ist ja bei Seat günstiger. Da geht es um Preis-Leistungs-Verhältnis und da kann das Material auch ruhig schon mal ein bisschen einfacher ausgeführt sein. Aber Cupra ist wieder eine andere Nummer. Cupra ist höher angesiedelt. Und wenn wir uns ganz speziell den Born angucken, dann haben wir genau dieses Problem. Denn der Born kostet nicht weniger als ein vergleichbarer ID3. Er kostet sogar mehr. Gut, er hat ein paar PS mehr, aber kostet mehr. Und er wird im gleichen Werk in Zwickau produziert. Und deswegen gucken wir uns das Auto jetzt mal genau an. Bei der Verarbeitung muss man natürlich sagen, kann man theoretisch keinen Unterschied zum ID3 finden, weil die werden ja gleich im gleichen Werk produziert. Das wäre also reiner Zufall. Schauen wir mal uns die Spaltmaße hier an, wie das hier so läuft. Das ist sauber gemacht. Wir gucken mal die Heckklappe an. Sitzt perfekt sauber drin. Ich gucke hier an der Seite mal. Gerade so hier die Kante läuft super. Das hier läuft auch richtig gut. Auch die Lackqualität ist gut, hat auch einen schönen Glanz, der Lack. Also das ist von der Verarbeitung alles top gemacht. Und jetzt kommt aber das Interessante aus der Best Cars Umfrage, dass die Teilnehmer sagen, dass der ID3 eine bessere Qualität hätte als der Born. Also muss es am Interieur liegen. Andere Materialien. Schauen wir uns an. Hartkunststoff. Haben wir beim ID3 genauso. Ist leider wirklich in der Preisklasse echt schade. Und weiß ich auch nicht, wieso man das so einfach ausgelegt hat. Dafür hat man hier schön so eine Art Alcantara. Man hat hier nochmal so eine Lichtleiste. Hier das mit dem Kupfer ist schön gemacht. Ich kann auch mal rein ins Auto gehen. Und dann sehen wir hier, das Ganze ist nochmal mit Stoff bezogen. Ich habe hier nochmal eine abgesetzte Naht. Das ist ganz klar besser als das, was wir im ID3 kennen. Ja, auch hier die Materialien weich. Da gibt es viele Punkte, auch durch diese Applikation, diese Kupferapplikation, wo die erste Anmutung besser ist als die beim ID3. Und trotzdem wird der ID3 zurzeit von den Best Cars Teilnehmern noch besser bewertet bei der Qualität. Woran liegt es? Na, weil viele das Auto ja noch gar nicht erlebt haben selbst. Das heißt, da muss ich ja erst noch eine Meinung bilden. Nur, und das ist halt der entscheidende Punkt, Cupra setzt halt in Zukunft in einem anderen Preisbereich an. Und da muss man jetzt aufpassen. Und deswegen mache ich ja nochmal die hintere Tür auf. Alles Hartkunststoff. Das ist wirklich für ein Auto, das am Schluss mit voller Ausstattung drum und dran fast 50.000 Euro kostet,
die Förderung noch nicht abgerechnet, ist das noch nicht perfekt. Da muss ich unbedingt noch was tun und da kann ich dann auch verstehen, wenn einige etwas unglücklich sind. Okay, fehlt noch Zuverlässigkeit. Das ist jetzt auch ganz interessant, denn gerade bei einer Marke wie Cupra die Zuverlässigkeit zu bewerten, ist sehr schwer. Die Marke ist ja relativ neu auf dem Markt. Die ganzen Autos, die neu draußen sind, da dürfte eigentlich noch nicht viel sein. Und trotzdem, wenn wir uns das Chart ansehen, liegt da Cupra nicht gut. Liegt sogar hinter Seat. Woran das jetzt liegt, ist schwer zu sagen. Aus einem ganz einfachen Grund. Natürlich habe ich dann geschaut, wie sieht es denn aus? Ist Cupra schon besonders auffällig in den Pannenstatistiken und Ähnlichem? Und mir ist da nichts besonders Auffälliges unter die Augen gekommen. Wieso? Weil es auch noch nicht so wahnsinnig viele Autos gibt im Vergleich zu Seat oder VW auf der Straße. Es gibt Autos wie zum Beispiel der Alhambra. Die sind auffällig, aber das ist ja jetzt kein Cupra. Und deswegen muss man da erst die nächsten Jahre abwarten, wie sich das Ganze entwickelt und ob das, was da einige Fahrer der Marke zurzeit schon sagen oder einige Aktionsteilnehmer sagen, dass die Marke ein Problem mit der Zuverlässigkeit, ob sich das auch wirklich in Zukunft so zeigt. Wenn, wäre das richtig doof. Eine Sache muss ich noch hinzufügen und die ist zugleich Lob wie auch Anspruch für Cupra in der Zukunft. Denn Cupra wird ja immer mit Seat verglichen, wobei der Vergleich eigentlich ein bisschen hinkt, denn sie wollen ja diese Marke ganz klar auch preislich höher positionieren. Das heißt, das, was Seat gerade macht, sehr stark auf Preis-Leistungs-Verhältnis und auch zum Teil good enough zu schielen, das reicht hier nicht mehr. Da muss man schon ordentlich noch was draufpacken bei der Qualität. Aber man konkurriert dann auch mit Audi. Und wenn man da in Zukunft schafft, Audi-Qualität zu bieten, da sind sie noch nicht ganz, und das für den gleichen oder einen günstigeren Preis, dann wäre das gut. Sportlichkeit und Dynamik. Okay, das ist jetzt ein erwartbarer Punkt für Cupra. Vor allem, der Name Cupra kommt ja aus dem Rennsport. Cup Racer, abgekürzt Cupra. Und da muss man das Ganze auch mit Leben füllen und es ist auch eben ein ganz wichtiger Punkt, um das Image einer Marke zu steigern. Und da können wir uns mal ein prominentes Beispiel anschauen. Tesla. Hat Tesla vor allem damit gepunktet, dass sie Autos gebaut haben mit großer Reichweite und niedrigem Verbrauch? Ja, auch. Aber was hat die Leute vor allem gecatcht? Das war hier Längsbeschleunigung. Wie viele YouTube-Videos gibt es, wo Leute in ihrem Tesla drin sitzen und sich freuen, weil der so gut nach vorne geht? Das ist etwas, ich mache mal die steile These, das ist etwas, was auch für die Nachhaltigkeit wichtig ist, weil wenn ich alternative Antriebe habe und ich zeige, dass sie auch Spaß machen und auch Dynamik haben, dann begeistere ich mehr Leute damit und damit werden auch mehr Leute von Nachhaltigkeit begeistert. Und jetzt schauen wir uns mal das Chart von der Best Cars Wahl an. Da war die Frage, ob die Marke sportliche Autos baut. Und das ist ganz interessant zu sehen, können Sie mal einblenden, dass Cupra bei 58% der Befragten, für die die Marke in Frage käme, als eine Marke abgespeichert ist, die sportliche Autos baut. Sogar noch mehr, minimal mehr als bei Audi. Nicht ganz so viel wie bei BMW, aber interessanterweise deutlich mehr als bei Tesla. Also das sportliche Image ist schon vollkommen vorhanden. Und jetzt dröseln wir das ein bisschen auf. Ist es so? Baut Cupra wirklich sportliche Autos? Und dafür gucken wir uns erstmal das Ganze so leistungsmäßig an. Wir sind ja im VW-Konzern. Im VW-Konzern kannst du nicht einfach entscheiden, wow, dieser Vierzylinder-Motor kann aber 320 PS leisten, den bauen wir da rein. Nee, da musst du die Politik des VW-Konzerns noch ein bisschen berücksichtigen. Und das ist dann auch ganz interessant. Nehmen wir zum Beispiel einen Leon Cupra, den ST. Den gibt es als Kombi mit 310 PS. Und was macht VW daraus? 320 PS. 10 PS Respektabstand. Oder schauen wir uns hier den Formentor an. Hat den 5-Zylinder drin und hat er 400 PS wie der RS Q3 von Audi? Nee, er hat 390 PS. Da sieht man die VW oder die VW-Konzernpolitik. Was aber nicht heißt, dass ein Formentor langsamer beschleunigt als ein RS Q3. Wir haben ihn hier bei Automotor und Sport gemessen im Vergleichstest. Und da ging er zwei Zehntel schneller von 0 auf 100, nämlich 4,5 anstatt 4,7 Sekunden beim RS Q3. Woran liegt's? Er ist leichter. Er wiegt über 100 Kilogramm weniger als der RS Q3 und damit löst er meiner Meinung nach das Versprechen Sportlichkeit und Dynamik mehr ein, als es zum Beispiel der RS Q3 tut. Na, auch wenn das Audi jetzt ein bisschen wehtut. So, und jetzt stehe ich ja hier neben dem Cupra Urban Rebel. Das ist kein Serienauto, das ist ein Auto, das eher für Rallycross angelegt ist, also für sehr enge, verwundene Kurse. Der fährt auch nur maximal 160 km/h, könnte man jetzt drüber lächeln, weil das ist nicht so längst dynamisch. Aber der geht in 3,2 Sekunden von 0 auf 100. Hat zwei Motoren,
Vorne 152 kW, hinten 152 kW, macht zusammen in alter Währung über 400 PS. Wie geht er damit so gut? Weil er relativ leicht ist. Er wiegt, obwohl da noch ein großer Akku hinter den beiden Sitzen ist, unter 1,3 Tonnen. Und bevor ich jetzt einfach noch ein bisschen über dieses Auto erzähle, auch so über die Technik, schauen wir uns einfach mal an, wie er sich so fährt. So, die ersten Meter. Das macht schon gleich ein mächtiges Geräusch. Und das ist auch ganz interessant, wenn man so sich über Elektromobilität und Sound unterhält. Dann denkt man immer, die sind so wahnsinnig leise. Und wenn man so ein Auto hier fährt, dann hört man jetzt von Anfang an schon mächtig Sound. Das kommt gar nicht vom Motor, sondern das kommt von der Reibung hier drin. Das kommt von Differential, von der Schaltung. Ui, das ist eine direkte Bremse. So, und das ist ganz spannend, weil dieser Circuit hier, der ist eigentlich nicht dafür gedacht, dass man mit solchen Autos hier fährt. Das ist ja ein Rallycross-Auto. Der ist auf viel engeren Kursen, wo du, die Bremse geht gut, wo du natürlich das nochmal viel mehr spüren kannst. Und das Spannende an, man kann schon sagen, auch wie so ein bisschen Zukunftsrennsport ist, dass du hier noch ein paar Sachen hast, mit denen du normalerweise so bei Verbrennern gar nicht spielen kannst. Hier unten gibt es drei Regler. Es gibt einen Regler für Drehmoment, Verhältnis, Vorder- zu Hinterachsen, die gleichen Motoren. Die Motoren haben maximal 152 kW, also über 200 PS. Aber viel interessanter ist das Drehmoment, weil das kannst du einstellen, ob du vorne oder hinten mehr Drehmoment hast. Und dadurch kannst du auch beim Beschleunigen, je nachdem, wo du jetzt fährst, wo du Traktion hast, kannst du da noch was einstellen. Der nächste Punkt ist, du kannst dann hier noch das Verhältnis von Rekuperation einstellen. Also ob ich jetzt vorne mehr rekuperiere oder hinten mehr rekuperiere. Wieso brauche ich das? Wir sehen das gleich da vorne an der Kurve, weil ich dadurch nämlich in der Kurve beim Eindrehen das Eindrehverhalten noch unterstützen kann. Also, ich bremse jetzt hier runter, so, lenke ein, der rekuperiert hinten mehr und dadurch habe ich hinten auch mehr Druck drauf. Und kann wirklich so ein Eindrehverhalten, hier, als würde ich ein bisschen die Handbremse ziehen, erzeugen. Und dann kann ich natürlich mit dem blauen Regler hier nochmal direkt das Maximum an Rekuperation einstellen. Und das ist alles wie Theorie, aber was echt cool ist, ist mit dem Ding hier über diesen Circuit hier zu fahren, weil er wirklich Laune macht. Und weil er einfach echt wunderbar, ich wollte schon sagen, am Gas hängt, aber vor allem am Strom hängt, es macht richtig Laune. Schon geil. Das ist schon echt cool. Ich hab total Spaß hier. Das ist wirklich, Jungs, ich sag's euch, das ist echt geil. Das ist wirklich cool. Aber mal ganz ehrlich, an den Sound, ey, da kann ich mich nicht so richtig dran gewöhnen. Ihr habt es gesehen, ich hatte Spaß mit dem Auto. Das ist wirklich einzigartig und ich weiß, dass viele das immer noch kritisch sehen. Elektroauto und Rennsport, da kommen dann viele Fragezeichen auf und funktioniert das auch? Wie ihr gesehen habt, das macht schon Spaß. Und wir gucken uns das mal hier bei diesem Auto hier an, wie das grundsätzlich aufgebaut ist. Ich habe es schon erwähnt, er hat zwei Motoren, das ist ein Allradantrieb, also getrennt vorne und hinten, ein Synchron-Elektromotor mit über 150 kW, Peakleistung über 400 PS. Dauerleistung ist ein bisschen weniger, aber das spielt bei solchen Rennwagen gar nicht so eine Rolle. Dann hat er hier hinten einen Akku, quasi einen Mittelmotor-Akku. Das ist auch ganz interessant. Denn bei einem normalen Rennwagen, einem Verbrennungsmotor, ist der Motor das schwerste Bauteil und soll natürlich im Idealfall so mittig wie möglich platziert werden. Fahrdynamisch ist das einfach gut. Was ist hier das schwerste Bauteil? Na, der Akku. Also wird er hier mittig, quasi Mittel-Akku platziert. Der Akku ist nicht riesengroß. Er hat keine 40 Kilowattstunden, ist also etwas eingeschränkt, auch von seiner Strecke her, wobei das für einen Rallycross reicht. Hier auf der Strecke fährst du so vielleicht 8 Runden. Aber die 8 Runden hast du Spaß. Jetzt gehen wir auch mal in die alte Verbrennerwelt hinein und vor allem in die sehr gut klingende. Weil das muss man zu dem Auto sagen, Klang ist schwierig. Das ist ein konstantes Sirren da drin. Wer sich im Rennsport auskennt, der weiß, dass vor allem die Reibung, die mechanische Reibung da Geräusche macht. Ob ich jetzt geradverzahnte Getriebe habe, ob ich Differenziale habe, die machen halt so ein Sirrgeräusch. Aber der Motor selbst, also schön ist anders, sind wir mal ehrlich. Hier haben wir einen 5-Zylinder-Motor drin. Und wenn man den ein bisschen freilässt, wissen wir alle, klingt der
göttlich. Einfach ein ganz tolles Aggregat, macht richtig Laune. Und da können wir uns jetzt auch mal anschauen, wie das da so längsdynamisch läuft. Vor allem auch wieder diese Konzernpolitik, ich habe es ja schon erwähnt, dass er etwas weniger Leistung hat als ein RS-Q3. Aber trotzdem ist er insgesamt in seiner Auslegung, und das ist interessant, sportlicher. Auch wenn wir uns die Querdynamik anschauen, wir können uns da auch mal ansehen, wie ein RS-Q3 bei Automotor und Sport querdynamisch gemessen worden ist, also sowohl im Slalom wie auch in der schnellen Ausweichgasse. Oder wie hier der Formentor gemessen worden ist. Und dann ist er immer ein paar km/h schneller. Ich finde es gut, dass da auch konzernintern eine Konkurrenz herrscht. Dass man sich da wirklich ein bisschen kappelt und dass dann die Audi-Jungs genau gucken, was machen denn die Cupra-Jungs, was machen die VW-Jungs. Weil das stärkt aber auch das Image. Und es stärkt vor allem das Image von Cupra, wenn Audi danach guckt, was eben Cupra anstellt. Was natürlich interessant wird, ist, wie sich das Ganze in Zukunft gestaltet. Denn Sportlichkeit muss in Zukunft auch wirklich eingelöst werden. Das darf nicht bloß einfach dadurch sein, dass man sagt, ja, das Auto ist sportlich, sondern er muss auch wirklich sportliche Akzente setzen. Bisher macht es Cupra, aber das müssen sie in Zukunft auch tun. Das war die Ploch-Erklärt-Folge zum Erfolg von Cupra. Und für mich ganz persönlich zählt vor allem eine Sache, wenn es darum geht, ob ich eine Marke mag oder nicht. Fahren die Autos gut? Oh ja, das tun sie. Und auch wenn es den Slogan nicht mehr gibt, Auto Emotion, genau das habe ich heute erlebt. Und falls euch das Video gefallen hat, wisst ihr ja, was zu tun ist. Gebt ein Like, und falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihn einfach. Da freue ich mich ganz persönlich. Die Klassik Remise hier in Düsseldorf, quasi unsere Homebase für viele YouTube-Videos, ist ein einziges Garagengold. Hier stehen Automobile, Goldstücke en masse. Und es gibt halt wahnsinnig viele Fans dieser historischen Autos. Und genau für diese Fans haben wir jetzt auf YouTube eine Anlaufstation, Garagengold. Da haben wir die schönsten Geschichten zu historischen Autos, die interessantesten Geschichten. Ich bin auch noch mit dabei, und ich kann nur eins sagen, unbedingt angucken, denn das wird gut.